Mafia. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. Speak softly, love. Ein Song, der für viele Menschen untrennbar verbunden ist mit der weltweit erfolgreichen US-amerikanischen Filmtrilogie Der Pate von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1972, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Mario Puzo. Der Dreiteiler Der Pate ist in philosophischer Hinsicht recht bedeutsam, denn im Selbstverständnis des Mafia-Bosses Don Corleone offenbart sich eine Spannung zwischen Grundbegriffen politischer Philosophie. Es geht natürlich um Macht und Gewalt, aber um zwei bestimmte Arten von Gewalt, kriminelle Gewalt und politische Gewalt. Warum ist Gewalt überhaupt oder wie rechtfertigt sich Gewalt? Gewalt entstünde, wenn eine wirkende Ursache in Verhältnisse eingreift, die als sittlich verstanden und durch Begriffe wie Recht und Gerechtigkeit unterstrichen würden, definiert der Philosoph und Publizist Walter Benjamin in seinem Essay zur Kritik der Gewalt von 1921. Gewalt sei also keine blinde Leidenschaft mit unerklärlichem Charakter, sondern ein Regulierungsmechanismus. Denn sie besäße instrumentellen Wert zum Erhalt von Verhältnissen, die als sittlich, also sinnvoll und verpflichtend verstanden würden. Das gilt auch für die Welt, in der Don Corleone herrscht. Gewalt innerhalb der Mafia ist systemstabilisierend. Die Mafia tötet angeblich nicht, um ihren persönlichen Abscheu vor dem Opfer zum Ausdruck zu bringen, denn solche Morde würden auch innerhalb der Mafia moralisch verurteilt, sondern um ihr eigenes System, eine pervertierte, aber funktionierende Form der Ordnung in Walter Benjamins Sinn, zu erhalten. Das gilt sogar im Fall der Rache. Durch Rache, Vergeltung oder in der Sprache Don Corleones Vendetta wird eine Ordnung, die durch ein Ungleichgewicht von Geben und Nehmen gestört wurde, wiederhergestellt, eine durch eine zuvor wirkende Ursache verletzte Ordnung wieder stabilisiert. Der Begriff der Ordnung korrespondiert mit der Ehre. Ziel der Vendetta ist nicht die Befriedigung des Einzelnen, sondern die Befriedung der Gruppe, deren Ordnung verletzt wurde. Eine klassische Legitimation von Gewalt. Hierbei wird keine Absicht verfolgt, die nur Täterinteressen berücksichtigt, sondern ein auf die Ordnung bezogenes Interesse, welches mit dem Erhalt der Ordnung zugleich allen dient, die unter ihrem Schutz stehen. Diese Absichtslosigkeit des Täters, die über persönliche Sympathien und Antipathien erhaben sein soll, unterscheidet kriminelle Gewalt von politischer Gewalt. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, er ist 1951 geboren, erläutert, dass kriminelle Gewalt stets von persönlichen Motiven des Täters geprägt sei, politische Gewalt jedoch darauf abziele, die bestehenden Machtverhältnisse zu verändern oder zu erhalten. Münkler betont, dass kriminelle Gewalt nur dem Eigennutz diene und politische Gewalt im Gegenteil stets verallgemeinerbaren Prinzipien, dem sogenannten Gemeinwohl, folge. Indem Don Corleone seinen Morden die Absichtslosigkeit zuschreibt, wäscht er sich selbst die Hände rein. Er agiert nicht mehr wie ein gemeiner Verbrecher aus egoistischen Motiven, sondern er übt seines Erachtens politische Gewalt aus, die einer Ordnung zugutekommt, indem sie bestehende Machtverhältnisse stabilisiert. Da der Mafia-Boss jedoch selbst mit dieser Ordnung koinzidiert, der Don ist die Ordnung, ist diese Pose trügerisch. Wenn Ordnung und Täter in einer Person zusammenfallen, eine Person die Ordnung verkörpert, kann diese nicht politische Gewalt zeitigen, sondern nur jene kriminelle Gewalt, von der sich Don Corleone im Vorfeld ja so demonstrativ distanzieren will. My life is yours, and all because.